Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Quantus. Und ich bin hier. Im Eichenwald wieder mal. Und bin schon am Stinken. Es ist hier nicht einfach. Wir müssen gucken, dass wir das Eichenholz zusammenbekommen. Ich versuche mich am Rand zu halten. Damit ich relativ gefahrlos schnell wieder rauslaufen kann. Shit. Zweimal angesprüht und schon stink ich. Das ist natürlich mega schlecht. Also als ich hergekommen bin, habe ich noch gar nicht gestunken. Normalerweise hält man ein bisschen was aus. Aber hier. Ja, die Waffe ist hinüber. Ich habe natürlich noch ein paar Waffen dabei. Zwei. Zweimal habe ich jetzt ein bisschen Eichenholz bekommen. Ich glaube, ich habe letzte Mal 18 Balken Eichenholz gekriegt aus der Axt. Dann kam einer mit einer Schrotflinte. Und das ist natürlich mega krass. Bin mal gespannt, ob ich gleich anfange zu frieren. Ich habe gar keinen Alkohol dabei. Was ich dann machen soll. Also ich brauche ja nur das Eichenholz.
hatte bisher Glück, dass noch kein Giftscheusal oder Blähblubber gekommen ist. Was mache ich denn hier? Der erste Blähblubber. Die Karte R habe ich schon. Schauen, was hier drin ist. Oh, ein bisschen. Das brauchen wir nicht. Den USB-Stick. Also es hieß ja mit dem Halloween-Update, dass der Händler zweimal am Tag kommt. Also die Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht. Ein einziges Mal in den letzten 2 Tagen. Also wenn ihr hier im Eichenwald seid, solltet ihr, weil ja die Eisen, das Eisenbeil sehr schwer herzustellen ist, also außer ihr habt genug Klebeband, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also ich habe mit dem Klebeband so meine Probleme. Man braucht immer 5 Klebeband und ich habe immer quasi 0. Das Klebeband, was ich finde, gebe ich gleich wieder aus. Der erste Giftscheusal, bisher noch gar kein NPC, hatte ich richtig Glück. Ich will mal jetzt gucken, was der zweite USB-Stick, den will ich gar nicht. Meine Kleidung sieht noch sehr gut aus. Überlege, ob ich. Ich habe kein Verbandszeug bei, da lohnt es sich im Prinzip nicht. Oh, der erste NPC. Und ich schlag mich. Und jetzt ist meine Waffe hinüber. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und laufe raus. Bisschen Heilung zu uns nehmen. Also diesmal ist es etwas einfacher als die letzten 2 Male, wo ich da war. Beim ersten Mal bin ich ja gestorben, beim zweiten Mal bin ich fast gestorben.
hier ist es immer so ein Problem, wenn ihr wieder eintretet, bekommt ihr schon Schläge. So, jetzt ist es so weit, dass ich mehr als 20 Stoffe habe. Die werde ich jetzt mal doch umwandeln. Einen Stoff bräuchte ich noch, dann könnte ich. Stoff hier. Jawohl, wunderbar. So, ich mache das mal sicherheitshalber draußen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss vor den NPCs. Also letzte Mal tatsächlich einer mit einer Schrotflinte. Der macht natürlich einen höllischen Schaden. So. Verbände. 5 Stück. Wir gewinnen einen Platz. So, dann können wir noch ein bisschen Heilung nehmen. Ach so, und die Waffe können wir eigentlich auch wechseln. Ein paar Eichenbäume brauche ich noch. Gehen wir mal hier am äußeren Rand. Gibt es hier keine Eichenbäume mehr? Doch, hier. Oh, aber erstmal kommen hier noch ein Giftscheusal und ein Giftspeier. Schauen. Ja, die, wenn ihr denn das Eisenbeil benutzt, benutzt es tatsächlich nur für die Bäume, normalen, also für die Eichenbäume, weil das nutzt sich ja ab. Taschenlampe brauchen wir nicht. So, vielleicht, wenn wir Glück haben, noch reicht es noch für einen Baum. Nee, reicht leider nicht mehr. Scheiße. Ohne Eisenbeil lässt sich so ein Baum nicht fällen. So, 18 bekommt man raus. So, wir können jetzt gucken, vielleicht noch normales Holz mitzunehmen.
Also das Neue ist hier, dass der NPC behält, interessant, eine improvisierte Pistole hat der, die macht wenig Schaden. Gucken wir mal. Ja, die hat tatsächlich sehr wenig Schaden gemacht. Die hat aber nichts, was wir brauchen. Weil die ist mir einfach zu schlecht. Also ich kann euch ja mal die Stats zeigen. Sind Schaden, 0,8 Angriff. Die ist wirklich schlecht. Hier waren wir schon. Vielleicht gibt es hier noch eine Truhe. Haben wir noch, beziehungsweise eine Tasche und Klebeband. Besser. Geht's nicht. So, dann können wir jetzt hier noch ein bisschen Holz schlagen. Einen Pilz essen. Also selbst wenn der Bereich geklärt ist und es sind keine Monster mehr da, Zombies, können jederzeit NPCs auftauchen oder auch noch Wölfe. Also ich habe jetzt, ich glaube, ab dieser Kleidung friert man nicht mehr. Die, wenn man die einfachste Kleidung anzieht, dann kann es sein, dass man anfängt zu frieren. Wenn man hier in diesem Bereich ist. Einiges an Zombies. Anschleichen macht natürlich keinen Sinn. Aber vielleicht können wir nur einen rauslocken. So, die Waffe ist hinüber. Mal jetzt die andere Waffe noch kaputt zu bekommen. Oh, das erste Auge. Ist ja auch unwahrscheinlich. So hat er gleich, habe ich das richtig gesehen? 5? Jawohl.
Oh, ich werde jetzt noch mal eine Schusswaffe holen. Aus dem Chopper. Um noch eventuell einen Fuchs zu fangen. So, das habt ihr gesehen. NPC, und der verschwindet jetzt nicht mehr. Das ist neu in dem Bereich. Aber ich denke, mir ist es zu riskant. Der hat, glaube ich, eine Glock gehabt vom Schuss her. Ich weiß es nicht genau. Sicherheitshalber fahren wir weg. So, das soll es dann gewesen sein von mir. Ich sage dann mal wieder Ciao. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo und ein Abo da lassen. Und einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Quantus.